Jo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, im heutigen Video werde ich eure Fragen beantworten. Ihr konntet mir ja in unserem letzten Video Fragen stellen und diese Fragen werde ich jetzt heute für euch beantworten. Und ja, ich würde sagen, dann starten wir direkt rein. Und die erste Frage kommt von Tobias Gaming. Tobias Gaming fragt, darf ich das Video beginnen? Hashtag PoldiGTA. Die zweite Frage kommt vom der Adi. Wie bist du auf den Namen PoldiGTA gekommen? Ja, das ist eigentlich eine gute Frage. Und zwar, die meisten wissen ja von euch, dass ich Köln-Fan bin. Und ja, Lukas Podolski ist halt mein Lieblingsfußballspieler. Meine Freunde, die haben mich auch immer Poldi genannt. Und ja, ich bin halt nicht so einfallsreich, was also YouTube-Namen oder sowas angeht. Und ja, da ich GTA-Content bringe, habe ich einfach gedacht, ja, nehme ich einfach meinen Spitznamen plus das, was ich halt, den Content, den ich halt bringe. Und ja, so ist halt PoldiGTA entstanden. RipRNG fragt, wie bist du drauf gekommen, YouTube zu machen? Ja, das war eigentlich eher spontan, würde ich mal sagen. Ich habe einfach letztes Jahr im November spontan einen Stream gestartet und ja, das ist auch direkt von Anfang an bei euch gut angekommen. Hab damals richtig gute Rückmeldungen gekriegt und ja, seitdem bin ich eigentlich regelmäßig am Stream. Der Lookman fragt, wie bist du dazu gekommen, Köln-Fan zu sein und mit YouTube anzufangen? Ja, wie bin ich dazu gekommen, Köln-Fan zu sein? Ich bin natürlich nicht immer Köln-Fan. Ich war bis zu meinem 12. Lebensjahr war ich FC Bayern-Fan, kaum zu glauben. Ja, jeder macht ja mal seine Fehler. Aber ja, seit dem 12. Lebensjahr bin ich auf jeden Fall Köln-Fan. Ist dazu gekommen, ich war damals mit meinem Stiefvater und meiner Mutter im Stadion auch in Köln. Und ja, mir hat es einfach sehr gut gefallen und ja, seitdem bin ich einfach Köln-Fan. Der Mark Army fragt, wie bist du auf deinen Content gekommen, also mit der Crew zu streamen und so? Ja, das habe ich ja eben auch schon mal gerade gesagt, das war ja eigentlich eher so spontan. Ich habe ja spontan mal einen Stream gestartet und ja, wie gesagt, ist wirklich gut angekommen bei euch. Und ja, ich hatte auch schon im ersten Stream schon beim Tuning-Treffen schon 11 Leute, glaube ich, schon dabei gehabt. Was auf jeden Fall echt nice war und ja, wie gesagt, seitdem streame ich jetzt regelmäßig und es hat sich so eingependelt, würde ich mal sagen. Der Kex Arian fragt, mit wie vielen Jahren hattest du deine erste Erfahrung mit Bienchen und Blümchen? Das ist auf jeden Fall eine gute Frage, Arian. Meine erste Erfahrung mit Bienchen, das war, glaube ich, mit 7. Da waren wir damals im Urlaub in Belgien und ja, da war ich im Ferienapartment gewesen und da habe ich meinen ersten Bienenstich bekommen auf jeden Fall. Und ja, die erste Erfahrung mit Blümchen, das war ja glaube ich schon mit 2 oder 3, als ich mit meiner Oma spazieren gegangen bin im Sommer. Der Casey Ribbit schreibt, beziehungsweise fragt, cooles Video, Poldi. Meine Frage an dich, auf welcher Schule warst du so? Casey, ich war auf einer Realschule. Der Jägermeister fragt, magst du FC Bayern? Aus mit der Fischer. Der World's Finest Thiago fragt, bekomme ich einen Krankenwagen? Der Leon Wallon fragt, mögen Sie Bäume? Ja, am liebsten Olivenbäume. Der Joel, der hat gleich 4 Fragen. Die erste Frage, weißt du noch die alte Zeit, wo wir immer zwischen Lobbys gejoint sind und so weiter? Oh ja, Joel. Das war letztes Jahr im April oder Mai. Wie die Zeit vergeht. Joel, mal eine Gegenfrage. Weißt du noch die Zeit, als du im Keller noch gezockt hast? Auf jeden Fall kommen wir zur zweiten Frage von Joel. Findest du die momentane Lage mit Corona generell für YouTube schwer? Nee, würde ich nicht sagen, weil gerade durch Corona sind ja die meisten Leute ja im Homeoffice oder haben Homeschooling oder sowas. Und ja, ich denke mal, ist eher positiv für YouTube. Die dritte Frage ist, zockst du eigentlich noch andere Games? Ja, natürlich. Also ich zocke natürlich hin und wieder noch ein bisschen Fall Guys. Früher habe ich auch noch FIFA gezockt, bis FIFA 20. Ja, habe mir auch wieder vorgenommen, FIFA 22 zu holen und da nochmal reinzustarten. Die vierte Frage, hast du noch vor, deinen Namen zu ändern? Hast ja schon mal im Livestream angemerkt. Ja. Ich habe aber jetzt immer noch keinen richtigen Namen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann in der Zukunft meinen YouTube-Namen auf jeden Fall nochmal ändern. So, kommen wir zu Jules. Jules hat auch 2 Fragen. Die erste Frage ist,
Was ist dein größter Wunsch? Mein größter Wunsch ist es einfach, dass wir noch, dass ich mit meiner Community, halt mit euch noch sehr lange noch Spaß haben zusammen in den Livestreams und ja, dass ihr auch noch auf jeden Fall lange am Start seid. Das wäre auf jeden Fall nice. Was ist dein Ziel für die Zukunft? Mein Ziel für die Zukunft, ja, das kann man eigentlich so mit dem größten Wunsch ja, zusammenhängen, denke ich mal. Ja, auf jeden Fall wäre es nice, wenn wir noch in so ein paar Jahren noch so zusammen zocken würden. Und aber sonst habe ich mir so keine großartigen Ziele jetzt gesetzt, dass ich jetzt, keine Ahnung, sage ich, so und so viel Abonnenten mal haben möchte oder sowas. So ein Ziel, das habe ich mir jetzt nicht gesetzt. Die Melina hat auch zwei Fragen, und zwar, was sind deine Hobbys? Meine Hobbys, ich spiele sehr gerne Gitarre. Ich bin zwar nie jetzt in der Musikschule gewesen, ich habe mir alles selber beigebracht, aber ich kann meiner Meinung nach eigentlich recht gut Gitarre spielen. Ansonsten bin ich gerne draußen in der Natur, schaue und spiele gerne Fußball, ja, so das Übliche halt. Mit wie vielen Jahren hattest du deine erste eigene Wohnung? Meine erste eigene Wohnung habe ich mit 20 Jahren bezogen. Der Darklord fragt, Poldi, was sind deine Hobbys außer zu streamen? Was machst du so in deiner Freizeit, wo du mal nicht streamst? Ja, das habe ich ja gerade auch schon mal gesagt. Wie gesagt, ich spiele sehr gerne Gitarre. Bin sehr gerne auch draußen in der Natur, auch mal mit Freunden unterwegs. Ich gehe gerne schwimmen. Ja, höre gerne Musik, schaue und gucke gerne Fußball und ja, so das Übliche halt. Der Z-Drive fragt, darf ich das Video beenden?